Watch, was haben wir denn hier? Train? Hat mit Train schon mal? Hatten wir Train schon mal am Start? Ich bin mir nicht sicher. Ich guck mal kurz rein. The Suspect 6-0. Es ist die erste. Die. Ist es Warm-Up oder? Ja, es ist Warm-Up, ne? Hä? Das kann ja nur Warm-Up sein. Die spawnen doch jetzt neu, oder? Ja, die spawnen neu. Ich wollte gerade sagen, um Gottes Willen, erste Runde, 6 Kills, okay. Die werden ganz schön penetriert da im Warm-Up. Kann er vielleicht so ein bisschen, also jetzt um direkt mal was zu vermuten am Anfang, kann er so ein bisschen durch die Wand lunzen. Weil er doch ziemlich genau dann auf den drauf ist, da wo, also direkt, er guckt um die Ecke und ist sofort auf dem drauf, der eben am weitesten auf der rechten Seite steht. Das hat man eben gemerkt, dass er immer näher gegangen ist und immer, er geht weg, kommt rein, zieht direkt auf den und dann wieder auf den nächsten. Wir müssen mal bis zur richtigen Runde warten, das ist so irgendwie affig im Warm-Up. Ich hoffe, das ist jetzt die richtige Zeit. Manchmal gibt, oder früher gab es zumindest diesen Warm-Up-Bug, dass es da, es läuft ab und dann läuft es aber schon wieder ab und wieder und wieder. Also er weiß doch ganz genau, wo die Leute sind und pre-fight auch ziemlich schnell. Ich denke, dass da wahrscheinlich ja, ein Vision Assist am Start ist. Oder es ist halt einfach auf Ultra-Gehör gespielt, aber ich glaube, die sind jetzt nicht großartig rumgerannt. Also nicht laut, meine ich. Wir gucken mal. Wir schauen mal, was passiert. Wir gucken mal, welche Pose sie einnimmt. Welche Pose sie einnimmt und ja, wie es eben so läuft. Genau, okay, let's go. Er ist erstmal AFK, sehr schön. Zur ersten Runde direkt am Anfang AFK ist immer gut. Auf, lauf! Also. Es sind zwei auf B. Okay, was ist denn das? Ah, das ist eine Decoy. Vier auf A, einer auf B. Wow, das war schon echt drüber geaimt. Sieht schlecht für ihn aus. Sieht echt schlecht für ihn aus. Ich denke, dass da, dass er da Vision Assist hat. Und vielleicht hat er auch noch irgendwas in Richtung Aiming. Wir müssen mal schauen, Das ist dann ein bisschen schwierig. Weil er natürlich auf den Kopf schon mal voraimen kann, jetzt, wenn irgendwas close ist. So, das war's. Diffused mal, haut mal rein. So. Und weiter geht's. Ich lass ihn mal durchrennen jetzt dahin. So. Da hinten ist jetzt wieder einer. Nee, also er weiß zu arg, dass da jemand ist. War der gesichtet? Der war da nicht gesichtet, oder? Ich meine, wenn man da ankommt, erwartet man doch. Also zuallererst einen links. Und dann er guckt halt nach links und läuft dann so ganz langsam und lässt den immer hinter dieser Kiste. Nee. Also ich denke, da ist ein Vision Assist da. Er kann durch die Wand gucken und weiß, wo die Leute stehen. Der eine ist da oben auf dem Train. Den hört man jetzt halt auch voll schießen. Was war denn das bitte schön für einen Blick? Oh, und habt ihr es gesehen, wie das Fadenkreuz da richtig gelockt war auf ihm? Gerade eben. Er hat durch den. Das Fadenkreuz war drauf, aber durch den Spray hat er drüber hinweggeschossen. Weil er halt ein Kacknoob ist, so wie wir alle Cheaters in der Kacknoob sind, jetzt bescheiden. Das heißt, er könnte da auch tatsächlich einen ziemlich krassen Aim Assist noch am Start haben. Das sah schon fast. Also, das ist sowas, das haben wir letztens. Und da haben viele gesagt, hey. Das ist schon wieder am Ende kurz so drauf gelockt. Hey, das benutzt man doch eigentlich gar nicht mehr, so ein Aim Assist. Also, das ist so drauf lockt. Wir hatten einen, der hat halt extrem dreist durch die Wand schon auf die Leute gelockt. Und das Fadenkreuz war ein fixer Punkt auf dem Feind und er musste dann so praktisch hin und her laufen. Ja, schon wieder hat es kurz gezuckelt. Könnte jetzt auch ein Demo-Fehler gewesen sein an der Stelle. Aber ich bin mir jetzt doch ziemlich sicher, dass er Vision und Aim Assist anhat. Keiner. Ballsack. Pass mal auf, er geht jetzt hier vor, er ist auch immer irgendwie einer anderen Posi, also er weiß nicht, ob er sie das absprechen oder ob er das Spiel nicht richtig ernst nimmt, das kann ich an der Stelle nicht sagen. Er schleicht und weiß natürlich wieder genau, dass da einer ist und hat da oben gar nicht hingamed, meine ich, ne? Da oben, wo so gut wie immer Tees stehen, die runtergucken, da in dieser, ihr wisst schon, direkt jetzt hinter ihm, da hat er nicht hingeguckt, der ist hochgelaufen, hat sofort ganz todsicher nach rechts geschaut. Den hat man jetzt gehört, aber der könnte auch da oben sein. Er hätte zumindest kurz mal eines Blickes dieser Dinge würdigen können, da dieser Ecke. Aber warum auch nicht? Warum auch nicht? Der andere ist da bei den Trains und ist schon down, okay. Wir gucken mal, wohin er jetzt geht. Er geht wieder dahin. Okay, das ist wohl sein fester Platz. Sorry, ich habe zu weit gespult. War das Fadenkreuz eben auf dem Gegner draufgelockt? Ich habe es nicht genau gesehen. Also.
Und guck mal, merkt, guck mal, habt ihr das jetzt gesehen? Da war eben einer, das heißt, hier könnte alles voll mit Gegnern sein. Er nimmt eine Nate in die Hand und aimt auch gar nicht hier so richtig ab wie vorhin, so ganz rechts in die Ecke. Weil da nämlich keiner ist, jetzt ist es ihm scheißegal, er hat eine Nate in der Hand. Es ist so, als wenn er ein Messer hätte oder halt einfach nichts, als wenn er rückwärts laufen würde. Er wartet darauf, dass jetzt jemand hochkommt. Und das sieht er natürlich auch durch die Wand, ne, dass da einer hochkommt. Das ist so lächerlich. Ja, er denkt, er würde ihn jetzt treffen, weil er einfach ein Behinderter ist, aber der ist natürlich unter ihm in T-Court und nicht in ein Ding drin. Oh Mann, ey. Wie bescheuert ist das? Wir schauen mal ganz kurz in die Stats rein, ob es auch noch andere Verdächtige gibt. Nicht wirklich gut. Von den Stats her ist es ja eh immer schwierig zu sagen, das haben wir schon öfter angemerkt. Ich trinke mal kurz ein Schlückchen. Also, Delta ist da rechts, Delta ist nicht gestorben. Und der andere ist am Spawn. Dort dreht sich, weil er keinen Bock mehr hat auf diesen verschissenen Hans-Wurst-Cheater. Also ich werde ihm auf jeden Fall Vision und Aim drücken, weil die meisten, also weil einige Dinge, gerade das mit der Deagle war einfach ultra auffällig. Also er hat da drauf gelockt und hat aber, ihr wisst ja wie das ist, wenn man mit der Deagle sprayt, dann fängt sie an irgendwo hinzuschießen, dann schießt sie ja fast nach hinten. Aber er war mit dem Fadenkreuz schon auf ihm drauf und er hat sich auch nicht mehr bewegt. Also er war drauf und ich glaube entweder er oder der Körper des Feindes hat sich leicht bewegt, da hat man halt gesehen, wie er voll zentriert ist in der Mitte des Bildschirms. Und gerade wenn man im Spray ist, ist es sauschwer. Ihr kennt das ja, wenn man auf. Allein dieses Drücken auf die Taste, dam, kann einen dazu bringen, dass man minimal veraimt und er war da perfekt drauf. Also. Hopp, lauf los, Sack. Vogel, Alter. Habt ihr schon wieder gesehen? Also, er zeigt zumindest, dass er den Ultra Warlock hat. Das heißt, der Bann ist ihm sicher. Aber hier drücke ich ihm auch noch ausnahmsweise tatsächlich den Aim Assist mit rein. Da bin ich mir doch sehr sicher. Dass er da auch noch was am Start hat, der Vogel. Er will da hochgehen über die Schräge. Hopp auf. Also eigentlich ist es witzlos, ne? Ich drück's jetzt durch, es ist witzlos. Was jetzt passiert, ist eigentlich. Hat er schön gefressen, der Vollidiot. Ist er zu übermütig geworden mit seinem Knife. Auf. Komm, renn. Und er ist auch noch ultra lang AFK. Ich könnte immer noch. Ich glaube, ich drücke immer noch Grief rein. Ich werde immer noch einen Grief reindrücken, er war jetzt das zweite oder dritte Mal AFK. Ja, ein Pop-Doc, der wird jetzt zerlegt. Okay. Ja, und ich irgendwie vermute ich hier noch einen weiteren Cheater, aber es könnte auch einfach jetzt, es könnte auch eine Fehlvermutung sein. Ich habe gerade eben ein Spiel gehabt, ich denke daher kommt's, in dem 4 Cheater waren, also 2 bei T und 2 bei CT. Da das aber Spinbotter waren, habe ich euch den Fall jetzt nicht gezeigt, weil es halt dann echt irgendwann langweilig wird mit diesen verschissenen Spinbottern. Ich habe zwar extra noch hinten dran Arms Race aufgenommen und dann dachte mir dann aber, nee, ich mache euch das Overwatch an, dann heißt sofort, der ist ja nur ein Spinbotter und dann gehen viele und dann dachte ich mir, na, scheiß doch der Hund drauf, egal. Obwohl ich coole Stories erzählt habe im Arms Race, ja gut, aber das mache ich ein andermal, passt schon. Ich habe mich hauptsächlich bei den ganzen Leuten bedankt, die mir gestern Skins geschenkt haben. Es war wieder krass im Stream. Also ihr habt vorneweg 300, über 300 Euro an Skins an mich rausgehauen. Dankeschön, das ist der Hammer. Genau dadurch werden die leben die Giveaways immer weiter. Und Gerding hat natürlich wieder den Vogel abgeschossen. Also alleine er hat ja mit dem Stat-Track-Knife und mit den Handschuhen, die er rüber gespendet hat, Handschuhe und ein Stat-Track-Knife, was war's? M9... der Headshot, Alter. Ein M9, Case Hardened, glaube ich. In Stat-Track. Wow. Also krass, richtig krass. Ich habe da direkt mal 3 Kills drauf gemacht, war schlecht. Und halt ultra die geilen Handschuhe. Allein damit, also und dann halt auch ganz, ganz viele andere Skins. Das ist einfach wieder ausgerastet, das ist so krass. Also die Giveaways können immer schön weiter rennen. Ich kann es auch nur allen empfehlen, die noch nicht in den Streams waren. Kommt in die Streams. Da gibt es immer schöne Skins. Ich streame jeden Dienstag, jeden Donnerstag ab 19:30 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Merkt's euch. Dienstag, Donnerstag, 19:30 Uhr, Freitag 22 Uhr. Gestern waren wir 73 Leute, hatten wir einen Peak bei 73 und im Schnitt 60 Zuschauer. Das war echt angenehm. Und auch nur, weil ich es eben kurz erwähnt hatte, also nicht erwähnt, aber ich habe eben im gestrigen Video eben so einen Schriftzug gehabt, wo dann da eben drauf stand, ey, Leute, stream. Ach, und wisst ihr was? Eigentlich könnte dieses Video am Donnerstag kommen. Ja, Leute, heute ist Livestream, 19:30 Uhr, kommt ran, Heidenai, wir rasten richtig derbe aus. Okay, gut, du Dreckarsch bekommst von mir das hier und das hier und das hier und das hier gedrückt und bye-bye, Missy. Und auch Leute, bye-bye an euch, kommt in den Stream, 19:30 Uhr, ciao, ciao.